Vor rund 4 Jahren wurden im Frauenmuseum Bonn die Weichen gestellt für einen künstlerischen Austausch zwischen dem Kunsthaus Troisdorf und der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Salzburgs. Die Ausstellung Flash Future im April 2018 ist nun die erste Ausstellung dieses Austauschs. 14 Künstler setzen sich mit Problemen in den Bereichen Politik, Umwelt, Tiere oder Menschen im Spannungsfeld zwischen Gegenwart und Zukunft auseinander. Mein Name ist Edith Richter, ich komme aus Baden bei Wien, bin dort als freischaffende Künstlerin tätig, unter anderem auch mit Keramik. Ich habe die Akademie am Schillerplatz in Wien besucht und arbeite jetzt vorwiegend im Bereich der Malerei und der grafischen Zeichnung. Diese Arbeiten von mir, das Thema Amok, und ich habe das also quasi als Intention einmal genommen, um einmal die Situation, die Befindlichkeit eines Amokläufers irgendwie nachempfinden zu können. Mein Name ist Christine Todt, ich komme aus Österreich, aus Niederösterreich, aus Baden. Ich bin bildende Künstlerin. Die Arbeiten, die ich hier zeige, das ist eigentlich eine Hommage an meine Großmutter. Es thematisiert die ledige Mutter, ein Thema, das heute sehr aktuell ist. Hier schlüpft meine Tochter in Wäsche meiner Großmutter. Sie selbst hat die Großmutter nicht gekannt. Sie ist jetzt symbolisch dafür die Großmutter, die Herzen stellen den Schmerz, da der Mutter nicht ausreichend für ihr Kind sorgen zu können. Ja, mein Name ist Johann Schreilichner. Bin 1956 als Bauernsohn in Salzburg geboren und arbeite als freischaffender Bildhauer in Kärnten. Meine Arbeit, eine Installation, eben aufgrund, nenne ich Mutation, also das Haar in Klammer, ein Schrei der Kuh. Man sieht hier, diese Kuh wurde enthornt und hier zeige ich auf, dass eben aufgrund der Enthornung sich eine Mutation schon ergibt und es bildet sich in der Mitte ein neues Horn. Mein Name ist Karin Puchinger, ich komme aus Salzburg und zeige hier in der Ausstellung meine Arbeiten Burnout. Dargestellt ist ein Musiker, da das Problem des Burnouts bei Musikern oft auftritt. Bei Künstlern ist das oft an der Tagesordnung, dass sie sich aufputschen müssen mit Alkohol, Tabletten oder was auch immer. Und das eine Bild ist der Erfolg, der Leistungsdruck, der auf den Künstler lastet, und das andere Bild ist dann, wenn es zu viel wird, der Stress zu viel wird, das zeigen dann die Skeletthände an. Also ich möchte mich vorstellen, mein Name ist Monika Hartl und ich komme aus Salzburg. Sie sehen hier im Hintergrund 2 Werke in Acryl-Mischtechnik mit Öl und diese kombiniert mit 3 Fotografien auf Plexiglas. Die Idee ist dahinter, eine virtuelle Landschaft zu sehen oder vielleicht ist sie doch real oder auch irreal. Also diese Möglichkeiten oder diese Betrachtungsweisen will ich dem Rezipienten der Bilder offen lassen. Wir sehen hier Werke von Christiane Potschlager. Dies ist eine Serie mit dem Namen Transit. Sie beschäftigt sich auch mit der Zubetonierung der Welt, hat einen großen Zyklus dazu gemacht. Die Intention zu den Arbeiten hatte sie bei einer Fahrt auf der Autobahn nach Wien. Links und rechts Lärmschutzwände, Industriebauten, die sich immer näher heranschließen, und so wird sich das fortsetzen, und das ist eigentlich eine Vision, wie es wahrscheinlich weitergehen wird. Also mein Name ist Florian Böhm. Hier im Kunsthaus Troisdorf stelle ich eine Installation von 11 einzelnen Arbeiten im Format DIN A4 aus, die hier zu sehen sind. In meiner Arbeit ist es sehr wichtig, wie Sprache und Bild miteinander spielen, Sprache und Zeichnung miteinander spielen. Das sind die Arbeiten von Michel Meunier.
einem Schweizer Künstler. Er zeigt seine Grafiken, in deren Menschenaufläufe behandelt, die verschiedenen Charaktere, eilend, fortschreitend und so weiter. Und das sind eben die Grafiken von ihm. Hier sehen Sie Arbeiten meiner Kollegin Cecilia Gabriel. Sie ist Textilkünstlerin, wie Sie erkennen können. Sie zeigt die Schnelllebigkeit in der Zeit. Es sind mehrere Silhouetten zu erkennen, eigentlich wie eine Zeitrafferaufnahme. Und hier noch ein wunderschönes Objekt, das Sackspinnenkleid. Mein Name ist Albert Lindenthaler, ich komme aus Neumarkt am Wallersee im Bundesland Salzburg. Der Titel dieser Arbeit heißt Himalaya-Block. Wieso Himalaya? Höher, weiter, schneller, immer rasender. Ich denke, das Thema spricht eigentlich für sich heutzutage. So, hier neben mir ist die Arbeit von Radgundis Zieser, einer Salzburger Künstlerin. Sie arbeitet viel mit Textilien, das ist der Wandteppich Erderwärmung und sie beschäftigt sich mit Umweltschutz. Also sie zeigt auf zum Beispiel, dass Wasser, die Ressourcen auch begrenzt sind und das wertvolle Mittelwasser, dass das eben auch ein Thema sein sollte. Ich bin Petra Korte, ich komme aus Solingen und bin sehr froh, hier bei diesem spannenden, sehr zeitgemäßen Thema Future Flash dabei zu sein. Und Future Flash ist ein Thema, was sehr aktuell ist. Ich hatte eben noch gerade ein Gespräch hier auf der Ausstellung, dass es jetzt schon Projekte gibt von dem Militär in den Staaten, dass man halt Computermenschen, Kämpfer machen will mit Metallschienen. Und das greift meine Ausstellung auf, wie in diesem Objekt, dass halt der Mensch als Mensch verschwindet und die Festplatte im Vordergrund steht, aber das eigentliche Wesen im Hintergrund verschwindet. Hier sehen Sie Arbeiten von Paul Jäg. Er ist Künstler auch aus Salzburg. Sie sehen hier drei Arbeiten. Er selbst ist der Meinung, dass ein Bild keinen wie auch immer gearteten Text braucht. Das Bild muss für sich selber sprechen. Er hat aber sehr fantasievolle Namen für seine Arbeiten gewählt. Zwei Köpfe werden von unheimlichen Schnittmengen bedrängt. Lernen Sie zuerst ordentlich salutieren und ein Asiate scheitert an einer europäischen Augenfreude. Dies sind die Arbeiten von Claudia De Francesco. Sie beschäftigt sich mit der Natur, mit Landschaften, aber sie möchte nicht die Landschaften naturgetreu abbilden, sondern sie komponiert die Bilder. Also es geht nicht um eine naturgetreue Abbildung. Nach der Vernissage besuchten die Salzburger Gäste die Ateliers im ersten Stockwerk des Kunsthauses Troisdorf und waren schon ein wenig neidisch wegen der recht üppigen Platzverhältnisse in den Ateliers. Die Ausstellung Flash Future ist vom 15. April bis 6. Mai 2018 im Kunsthaus Troisdorf zu sehen.